Hallihallo Freunde und willkommen zurück bei Ark Valhalla. Ich gimp gerade ein bisschen bei uns in der Stadt rum und habe gerade gesehen, dass, glaube ich, endlich jemand wieder anfängt mit den Schildern zu bauen. Maxiens Piratenschiff, auch nicht schlecht. Oh, mit den Turrets dabei. Das geht ja auch bei Ark, dass man sich diese Schilder baut. Und ja, was ihr jetzt hier gerade seht, Hurried Ahead Area, das hat bestimmte Gründe, wo ich jetzt auch heute mal ein bisschen mit euch drüber reden wollte. Ich bin von einigen Leuten leider sehr, sehr enttäuscht. Leider, wir wollten es eigentlich bis jetzt immer vermeiden, dass wir eine bestimmte Sache nicht tun, die wir dann jetzt aber leider doch tun mussten. Die meisten, die auf diesen Server hier wechseln, die möchten hier auf den Server drauf, weil man hier in Ruhe spielen kann. Man kann hier in Ruhe bauen, man kann hier in Ruhe seine Dinos zähmen, alles Mögliche. Weil die meisten sich halt eben sagen, ich möchte hier auf den Server spielen. Wir haben übrigens auch eine Toilette hier. Das ist auch cool. Kann ich euch auch mal eben zeigen. Steht da? Bitte genau zielen. Alles klar, gut. Können wir tun. Die meisten Leute kommen hier auf unseren Server, weil sie sich ganz einfach sagen, wir möchten auf den offiziellen Servern nicht spielen, weil man kann auf den offiziellen Servern nie so richtig irgendwas machen, weil man wird immer sofort umgebracht, es wird immer alles kaputt gehauen und es macht irgendwann einfach keinen Spaß mehr. So, finde ich vollkommen okay, finde ich richtig so, finde ich klasse. Deswegen haben wir diesen Server hier ja auch aufgemacht, damit die Leute hier in Ruhe spielen können. Wir haben hier eine wilde Mischung drauf. Wir haben hier Leute drauf, die spielen nur PvE. Das heißt, die wollen einfach nur bauen, die wollen Dinos zähmen und wollen ganz normal spielen. Es gibt auch Leute hier drauf, die wollen ein bisschen PvP machen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. PvP ist ja hier auf dem Server mit Absprache. Ist ja gar kein Thema, kann man ja alles machen, damit halt nichts Wichtiges kaputt ist. Und lol, wie geil ist das denn? Das ist cool. Ich weiß jetzt nicht genau, wer es gewesen ist, ob es unser Neuzugang ist oder ob das der gute Shadow war, weil der ja immer mit den Schildern zu tun hatte. Auf jeden Fall ein riesengroßes Dankeschön. Das ist echt cool. Das gefällt mir. Das ist echt gut. Klasse. Oh, hier auch noch. Das ist echt geil. Danke, danke, danke. Das finde ich klasse. Das ist echt cool. Aber es geht ganz einfach darum, es ist halt eine wilde Mischung hier auf dem Server und am Anfang, bevor wir die Leute auf dem Server lassen, holen wir die ja auch bei uns hier aufs TS. Wir haben ja auch noch das TS von DGZ, von Alex. Der ist ja mit seiner Community auch hier auf dem Server. Läuft im Endeffekt bei ihm genauso. Er lässt auch Leute auf den Server, aber er redet auch mit denen, weil wir uns ganz einfach gesagt haben, wir möchten am Anfang erst mit den Leuten reden. Damit man vielleicht so ein bisschen raushören kann, sind die Leute in Ordnung? Was versprechen die sich überhaupt davon, wenn sie hier auf den Server gehen? Was wollen die machen? Wie sind die ehemals so eingestellt? Das kann man natürlich nicht zu 100% machen. Das ist klar. Es gibt bestimmt auch Leute, die können unglaublich gut schauspielern. Die erzählen dir nur das, was du hören willst. Aber was willst du machen? Mehr kannst du nicht tun. Du kannst nur mal ein bisschen mit den Leuten reden und kannst die dann jemand auf den Server lassen oder nicht auf den Server lassen. Das ist nun mal so. Da kann man nichts dran ändern. Da muss man sich mit abfinden. Nur das, was ich nicht verstehe, ich meine, wir haben uns gedacht, dass das passieren wird irgendwann. Und jetzt ist es schon das zweite Mal passiert. Es sind Leute vom Server offline gegangen. Und als sie wieder auf den Server gejoint sind, ist alles kaputt gewesen. Es ist alles zerstört gewesen. Alle Dinos sind getötet worden und die Spieler selbst sind auch getötet worden. Das ist eine riesengroße Schweinerei. Das ist wirklich eine riesengroße Schweinerei. Erstmal, die Leute, die sowas machen, diese Offline-Raids, erstmal, jetzt mal ganz ehrlich, persönlich von mir, ihr habt keine Eier in der Hose.
ihr habt wirklich überhaupt keine Eier in der Hose. Wisst ihr, wenn er sowas braucht, wenn er noch nicht mal den Arsch in der Hose habt und sowas macht, wenn die Leute online sind, ja, und die dann auch noch einfach, wenn sie offline dann da liegen, umbringt, den alles kaputt macht, die Dinos tötet und dann einfach vom Server verschwindet, am besten noch die Ressourcen von denen euch schnappt, und dann einfach wieder verschwindet, dann seid ihr erstens ziemliche Assis. Tut mir leid, dass ich das jetzt so sage. Ist zwar beleidigend, aber für mich ist es so. Ihr seid Assis für mich. Weil das ist das Niederträchtigste, was man machen kann. Das ist sowas von schäbig. Ja. Und wir haben es beim ersten Mal gehabt. Wir sind darauf angesprochen worden, ja, hier ist ein Offline-Raid gewesen, bei uns ist alles kaputt, es ist alles zerstört, alles ist weg, die Dinos sind getötet worden, das war der und der und der. Ist ja dann kein Thema, weil man sieht ja auch die Logs, weil man kann ja, wenn man in dem Manager hier drin geht, da sieht man eben halt, was passiert ist. So, seht ihr hier, man kann das ja sehen, was die Leute gerade gemacht haben. Und hier steht zum Beispiel auch drin, ja, im Endeffekt, wenn andere Leute was kaputt gemacht haben, die nicht bei dir im Stamm sind. Oder wenn die irgendwelche Dinos von euch getötet haben. Oder wenn Dinos von euch gestorben sind und irgendwelche anderen Tiere haben die angegriffen. Dann steht das hier rot drin. So, das heißt also, wenn jetzt ein anderer Stamm kommt und bei mir eine Hauswand kaputt macht, dann steht hier eben halt, wer das gewesen ist und was der kaputt gemacht hat mit dem, eben halt mit dem Tag und mit der Uhrzeit. So, heißt also, du kannst dich nicht rausreden, du bist gecasht worden, man hat dich erwischt. So, als ob das noch nicht schlimm genug wäre, dann sind die Leute auch noch so dumm dreist, wirklich dumm dreist, kommen dann aufs TS und sagen dann auch noch, nee, das war ich nicht. Nee, das habe ich nicht gemacht. Nein, genau, du Vollpfosten, das hast du nicht gemacht. Deswegen steht dein Name und alles komplett auch in dem Log drin, weil du das nicht gewesen bist. Das ist. Wisst ihr, Kinders, wenn er so eine Scheiße schon abzieht, ja, wenn er da Spaß dran habt, wenn er so minder bemittelt seid und wirklich an sowas Spaß habt, anderen Leuten das Spielen noch zu versauen, dann habt wenigstens danach den Arsch in der Hose und sagt, ja, habe ich gemacht und kommt nicht so blöde rüber und stellt euch dann hier hin und sagt, nee, das bin ich nicht gewesen. Das ist, erstens ist es dreist und zweitens ist es einfach nur dumm. Es ist einfach nur dumm, weil ihr glaubt doch wohl nicht im Ernst, dass ich oder Tim oder Alex dann sagen, ja gut, wenn du jetzt sagst, dass du das nicht warst, dann lassen wir dich natürlich auf dem Server drauf, dann tut's mir leid. Für wie blöde haltet ihr uns eigentlich? Wir geben euch hier die Chance, auf einem Server zu spielen, wo ihr nichts für beraffen müsst, gar nichts, nicht ein Cent. Das ist ein Server, wo jede Menge Mods drauf sind. Ja? Wo ihr wirklich so geile Sachen drauf machen könnt. Es ist eine komplett andere Map. Es ist nicht die normale Standard-Arc-Map, wo ihr drauf spielen könnt. Und ihr versaut es euch. Ihr könnt ja gerne auf die offiziellen Arc-Server gehen. Da gibt es keine Mods, das ist die Standardkarte. Da könnt ihr dann machen, was ihr wollt. Da könnt ihr eurer Idiotie freien Lauf lassen. Da könnt ihr alles kaputt hauen und alle umbringen. Und irgendwie 5 Minuten später dann irgendwie, was sehe ich, lachend in der Ecke sitzen und euch darüber freuen, wie toll ihr doch seid. Aber lasst die Leute doch hier auf dem Server in Ruhe. Wisst ihr, wenn ihr Bock auf so einen Müll habt, dann macht's auf den offiziellen Servern. Da soll es mir scheißegal sein. Aber lasst die Leute hier auf dem Server in Ruhe. Die haben sich diesen Server hier ausgesucht, weil sie hier in Ruhe und vernünftig spielen wollen und nicht an so Idioten wie euch zu geraten. Und es ist ja auch nicht nur so, es ist ja noch nicht mal das übelste, schlimmste, obwohl es schon schlimm genug ist, dass die Sachen kaputt sind und die Dinos tot sind und die Spieler auch. Das sind alles Sachen, die kann man, wenn es unbedingt dann wieder sein muss, wieder neu aufbauen und wieder neu machen. Alle Dinos neu zähmen, das kann man alles machen. Aber das Wichtigste, was jetzt beim letzten Mal passiert ist, das ist bei Pixel, bei Marcel Hopp und beim LPT Master Chief und bei Joker gewesen. Die haben ja auch einen Stamm gegründet. Oder das ist ja der alte Stamm von mir. Und die haben uns in den letzten Tagen immer mal gesagt, hör mal, irgendwas stimmt hier nicht. Bei uns wird, glaube ich, geklaut. Weil bei uns sind immer Ressourcen weg. Wir sind jetzt schon ein paar Mal wieder losgegangen und haben uns neue Ressourcen geschnappt. Und irgendwie alle paar Tage sind von uns Sachen weg. Und wir wissen nicht, woran das liegt. Ob irgendwo einer auf dem Server immer drum gibt, der klaut. Gut, können wir natürlich jetzt so nicht richtig sagen, weil die Kisten hatten sie nicht gepinnt.
wenn dann irgendeiner da dran geht und sich da Sachen wegnimmt, das kann man leider nicht sehen. Da kann man nichts dran machen. Gut, haben wir gesagt, dann macht am besten an den Kisten macht einen Pin dran, also pinnt die Kisten, dass nur ihr da dran könnt und dann ist das gut. So, ich bin gestern Abend auf Spätschicht, oder was heißt gestern Abend, das Video kommt später. Ich bin dann eben halt vor ein paar Tagen abends auf Spätschicht gewesen und mache gerade Pause und kriege plötzlich eine Nachricht auf YouTube von Joker unter einem Video von mir. Ja, wäre ja gut, wenn man jetzt endlich mal wissen würde, wer dieser Ressourcendieb ist. Mhm, hab ich ins Video runtergeschrieben. Ich sage, wovon redest du? Ich sage, was ist los? Und von Tim kam eine halbe Stunde vorher, ja, wir hatten schon wieder einen Offline-Raid. Okay, dachte ich mir, super, wieder so ein Müll und Joker jetzt auch noch mit den Ressourcen wieder. Und dann habe ich Joker gefragt, was los wäre und dann fing Joker 2 Minuten später damit an, mir Bilder zu irgendwie so zu senden auf Dings bei Facebook und bei Twitter. Immer in meinem Blog drin, sagt er, bei uns ist alles kaputt. Es ist alles kaputt. Wir sind alle getötet worden. Und unsere Dinos sind auch tot. Es ist alles zu Klumm gehauen. Ich denke, okay, dann war das Joker jetzt vielleicht. Also ist das bei Joker passiert, das, was Tim meinte mit dem Offline-Raid. Nee, Pustekuchen. Das wusste Tim zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Murder Dolly, mit der habe ich dann den Abend auch noch im TS gesprochen. Das ist jemand von einem anderen Stamm. Bei dem gab es auch einen Offline-Raid. Da wurde auch alles kaputt gemacht. Da haben sie aber, und das sind dieselben Leute gewesen, die bei Joker alles auseinandergenommen haben. Nur bei Murder Dolly ist es noch so gewesen, dass die auch noch sogar am Anfang erst noch mit dabei waren. Die sind irgendwie angegriffen worden und dann liefen die da überall in den Basen rum und haben sich alles angeguckt und haben da irgendwie Theater gemacht, sind dann natürlich wieder weg gewesen. Aber das sind alles so Sachen gewesen, diese Leute haben ja anscheinend auf dem Server ein riesengroßes Theater veranstaltet. Und ich kann es euch jetzt schon mal sagen, falls die Leute sich jetzt angesprochen fühlen, das sind wir ja gewesen, ihr braucht auf diesen Server gar nicht mehr versuchen zu joinen. Die Passwörter sind alle geändert worden, ihr seid von dem Server gebannt, ihr seid aus beiden Teamspeaks gebannt und seht ja zu, dass ihr nie wieder in irgendeine Reichweite von uns kommt. Wir haben eure Steam-IDs, haben wir sowieso gespeichert. Und damit ist gut. Ihr braucht auf diese Server hier nicht mehr zu joinen. Ihr werdet auf die TS nicht mehr kommen und ich werde auf jeden Fall auch noch mit anderen Kollegen sprechen, die auch eigene ARK-Server haben. Ihr werdet automatisch auf diesen Servern jetzt gebannt. Ihr werdet auf diese Server nicht mehr draufkommen. Ihr könnt also gerne, wenn ihr wollt, dann noch lieb und nett bei anderen Leuten vielleicht auf den Teamspeaks noch anfragen, ob er auf den Server draufkommt. Sobald ihr das erste Mal auf diesen Server joinen wollt, werdet ihr gleich mitkriegen, dass ihr gebannt seid. Weil das, was ihr hier abzieht, das ist sowas von assig und von schäbig, das könnt ihr euch in eine Backe putzen. Das ist für den Arsch. Ihr versaut Leuten hier das ganze Spiel. Ich habe gestern mit Pixel noch gesprochen, der jetzt endgültig die Faxen erstmal dicke hat. Weil am Anfang ist es erst so gewesen, dass die ganzen Ressourcen geklaut worden sind, hatte ich ja gerade gesagt. Und dass jetzt mit dem Offline-Raid, dass alles kaputt ist und er wieder komplett von neu anfangen muss, der hat den Spielspaß daran verloren. Und das, finde ich, ist das Schlimmste dabei, dass ihr einigen Leuten auf diesem Server, die hier in Ruhe seit Wochen spielen, den Spielspaß verdorben habt. Die haben keine Lust mehr, die hören jetzt erstmal auf zu spielen, die wollen nicht mehr. Und das ist echt das Allerletzte. Und das nur, weil so ein paar Idioten wie ihr, die Leute, die sie jetzt das Video sehen und jemand, die wissen, wer damit gemeint ist, auch die Leute, die auf dem Server sind, die das jetzt sehen, die wissen, wer gemeint ist. Namen werde ich natürlich nicht sagen, weil so ein Drecksack bin ich nicht. Aber ihr seid im Endeffekt in Schuld, dass ihr anderen Leuten den Spielspaß verderbt. Und da solltet ihr euch normalerweise für den Grund und Boden schämen. Ganz ehrlich. Mich riecht das tierisch auf. Die Leute sind hier seit Wochen zugange, bauen sie also. Im Endeffekt, seht euch an, was die Leute hier alles bauen. Und ihr versaut denen den Spielspaß dabei, nur weil ihr so ein paar Idioten seid, die Späßchen daran haben, anderen Leuten irgendwas kaputt zu machen, weil er entweder das einzige, was weiß ich was, entweder das einzige ist, was er vernünftig könnt, oder ihr einfach zu blöd seid, dieses Spiel zu spielen und es selber nicht auf der Kette kriegt. Ganz ehrlich. Das ist doch scheiße, sowas.
Das sind echt so Sachen, die gehen mir tierisch auf den Sack. Jeder versucht hier vernünftig zu spielen und seinen Spaß daran zu haben. Und dann musst du trotzdem jedes Mal noch da irgendwie zusehen, dass du Leute vom Server bannen musst, weil sie meinen, sie müssen alles kaputt prügeln und andere Leute umbringen und denen die Dinos irgendwie töten und alles. Ich frage mich, was das soll. Was habt ihr davon? Habt ihr da Späßchen dran? Findet ihr das gut? Ganz ehrlich, das ist, weiß ich nicht. Das ist Kindergarten, ist das. Im Endeffekt weiß man wirklich nicht, was man da noch mehr zu sagen soll. Man gibt den Leuten hier wirklich so eine Chance, dass sie hier in Ruhe spielen können. Und ja, sie nutzen es aus und verderben anderen Leuten den Spielspaß. Und dann für so eine Scheiße, was total unnötig ist. Weiß ich nicht. Ist. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde es echt schade. Aber das mussten sie für sich selber wissen. Auf jeden Fall kommen sie jetzt auf den Server hier nicht mehr drauf. Sind gebannt. Vom Teamspeak können sie auch nicht mehr. Da sind sie auch gebannt. Und dann müsst ihr eben halt zusehen, wie es weitergeht. Dann könnt ihr woanders auf irgendwelchen anderen Servern spielen, wenn ihr da mehr Spaß dran habt. Da könnt ihr dann anderen Leuten auch alles kaputt machen. Vielleicht lassen die sich das ja dann gefallen. Hier auf den Server auf jeden Fall nicht. So. Und da ich mich jetzt genug aufgeregt habe und in dieser Folge eigentlich nichts gemacht habe, als rumzulaufen, rumzufliegen und zu quatschen, werde ich dann jetzt für diese Folge aufhören. Tut mir leid, dass es jetzt keine richtige Folge ist, wo sonst irgendwas passiert ist, aber das musste ich mir jetzt einfach mal eben, das musste ich einfach mal eben loswerden, weil mich das extremst aufregt. Und ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn wir dann an dem Shop weiterarbeiten. Und ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.